Hallöchen Leute, ich bin Pio Mark und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren und dem letzten Opening von Sonne und Mond. Stunde der Wächter 12 Butterpack sind hier noch am Start und die werden wir uns heute gönnen. Und sicher auch super seltene Karten, die sich darin befinden. Zum Beispiel das Nagelort. Es geht immer mit häufigen Karten los. Also. Gut. Machen wir mal nichts draus. Torido, Deponitox könnte neu sein. Milirassen, Grandiras bräuchte ich noch. Elfum ist sogar auch neu. Ja, ein paar neue Sachen. Cool, damit geht's los. Ha. Wie wird das weitergehen? Weiterhin so tolle Karten. Also das Neues zumindest. Wir werden es sehen. Ich sehe auch schon eine super seltene Karte da hinten rumglitzern. Fortunato GX, das haben wir vorhin normal bekommen, also im letzten Opening oder im vorletzten, weiß nicht mehr genau. Aber jetzt einmal GX-Version davon. Nehme ich gern. Sehr gern, sehr gern. Karten wie Fortunato GX sehe ich sehr, sehr gerne. Gerne weiter so. Gerne mehr davon. Kein Problem, nämlich alle. Oha, noch ein Metaros GX. Ich glaube, das habe ich schon. Oder ist es das Super Specialige oder was anderes Specialige? Oder sind das beides dieselben, die ich da jetzt habe? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ein Metaros GX Back-to-Back GX-Karten. Das ist doch toll, oder? Ich hoffe es zumindest. So, da hinten stapeln sich die Babylon John, weil ich die ganzen Open hier alle hintereinander mache. Oha! Und dann hat er ein Holo. Jetzt habe ich einen tollen Streak. Das hätte ich gern, würde ich gerne beibehalten. Wenn es möglich ist. Cool. Ja, gut. Ja, ja. So, können wir den Streak auf ja, beibehalten. Das ist noch irgendeine seltene Karte kriegen hier. Nach der Reverse Holo. Mal schauen. Nein, leider nicht. Es ist ein normales Tromborg, aber ich meine. Dann wäre ein Kramchef, also beides selten. Also ja, eigentlich auch gut. Auf jeden Fall nicht schlecht, nicht schlecht. So, geht es zurück weiter. Kriegen wir noch irgendwas Tolles? Langsam habe ich die Befürchtung. Könnte mal zu Ende sein, aber immer noch nicht ein Quaxo in Holo. Ich bin begeistert, muss ich sagen, dass es so abgeht jetzt gerade. Tja. Und wir haben gerade erst mal die Hälfte der Booster Packs aufgemacht von diesem Opening. Also bin ich voller guten Dinge. Na, sind dann wäre ein ganz normales. Aber wir haben wieder zwei seltene Karten. Was ist denn jetzt los? Das ist doch wunderbar. Ist das wunderbar? Da waren es nur 5. Los, gib mir seltenes oder neues Zeug. Kann ich mit beidem leben. Jetzt ist vorbei. Jetzt sind keine zwei seltenen Sachen mehr dabei. In einem Pack. Naja, jetzt ist es aus, Leute. Jetzt ist es aus. Nee, Quatsch. Jetzt geht's wieder weiter. Jetzt geht's wieder los. Jetzt, da zahlen wir wieder an. Das wäre tolle Karten bekommen. Zum Beispiel das Pampos, zumindest neu. Koriobel, das läuft glaube ich auch noch nicht. Kampos, das sind auf jeden Fall wieder zwei seltene. Also, sage ich ja, wieder besser. So, Sammelkarten spiel, rück mal mit den super seltenen Karten raus jetzt. Jetzt wird's Zeit. Oha, ein Kaporiki GX, dieses super seltene Secret Rare oder wie die heißen, oder von Ultra Rare. Ich glaube, das ist ein Secret Rare Ding. Krass. Wow. Cool. Auf jeden Fall. Super duper, dass wir das jetzt bekommen haben. Kaburiki auch noch. Geil.
Da haben wir noch zwei Backeln, aber gibt es was Besseres als Kaburiki GX? Ich glaube nicht. Aber ich lasse mich gern vom Gegenteil überzeugen. Ein unserer Titox, geil. Ja. Hammermäßig, du. So. Naja, nein. Nichts Neues, nichts Tolles. Ist was Neues? Nein, auch nichts Tolles. Aber hoffentlich im letzten Backerl. Letztes Backerl. Mal schauen, wie es da ausschaut. Und auf jeden Fall Valorant als seltene Karte. Ja, dann haben wir noch eine seltene Karte. Und zwar. Okay, Morbitus. Einfach nur Morbitus. Na gut. Jo, dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß. Als nächstes kommt. Was ist denn der nächste Erweiterung gewesen? Die Nacht, der hier kam, die ich habe. Nacht in Flammen ist wohl die nächste. Da habe ich auch ein paar Booster Packs und die machen wir als nächstes auf. Ich danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Jetzt muss ich leider weggehen, was dringend ist zu erledigen. Also tschüssi!